Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy und Raoul und unserem Hund Blacky, der, glaube ich, hier ganz süß rumchillt. Beim letzten Mal, ich kann das Spiel ja schon mal laufen lassen, beim letzten Mal hat Romy schon gekotzt und sie kotzt auch und sie denkt an Babys und wir vermuten alle, dass sie schwanger ist, weil ihr hattet keine andere Idee, warum es sein könnte. Deswegen, I am ready for it. Wäre ja cool, wenn es jetzt endlich mal funktioniert hat, weil das ist ja so ein Main Goal von uns, ne? Warum ist sie eigentlich so übel abgefuckt von ihrem Leben? Raoul hat heute frei. Toll. Sie braucht Kontakt mit ihren Freunden. Vielleicht kann sie ja mal wen anrufen. Oh, sie denkt so oft an Baby. Das heißt, es muss eigentlich stimmen. Guck mal, wir rufen einfach mal Adelheid an und wir reden einfach mal mit ihr. Komm, sie kommt jetzt zwar vorbei, obwohl ich gesagt habe, wir rufen sie nur an, aber ist okay. Sie kotzt schon wieder. Ui, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, bin ehrlich. Thomas Reim bringt sie mit. Alles klar. Moin, Brudi. Aber die beiden verstehen sich auch immer richtig gut, ne? Das ist richtig süß. Oha, sie redet über Bibi auch. Aha. Also, Leute, das... Also, mittlerweile mehr Anzeichen kann man doch auch nicht haben, oder? Süß, wie unsere Gäste sich auch hier Essen nehmen. I like it. Oh mein Gott, er findet uns anscheinend geil. Also, Romy. Warum setzt er sich nicht an den Tisch? Wieso schläft sie? No way. Stopp, nicht einschlafen. Du sollst essen, Girl. Warum ist sie eigentlich so unheimlich müde? Jetzt hör auf, einzuschlafen. Oh mein Gott. Und Raoul hingegen geht so richtig tippitoppi, ey. Es ist so wild. Ich habe sie jetzt erstmal ein bisschen Nickerchen machen lassen. Ich hoffe, dass das hilft. Sie steht direkt auf. Okay, dann leg dich einfach hin. Geh einfach ins Bett. Ach, sie fällt um. Deswegen ist sie wieder aufgestanden. Sie fällt nicht um, sie steht einfach und schläft. Dieses Leben macht mich fertig. So, wie wär's mit so einem tollen Foto? So, sie geht jetzt erstmal schlafen. Ich habe schon länger nichts von dir gehört. Ja, ist mir egal. Mann... Wir sind alles erwachsene Leute. Wir sollten hier langsam wissen, dass das Leben nicht nur daraus besteht, dass man sich mit seinen Freunden trifft. Oh, da ist ein Film mit Hunden. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass er grüne Sneaker anhat. So, und jetzt lasse ich sie nochmal aufstehen, dass sie hier nochmal ein bisschen was machen kann. Dann muss Raoul auf jeden Fall mal ein paar Sachen übernehmen anstelle von Romy. Wie zum Beispiel putzen oder so, weil er scheint das jetzt gerade ja nicht so gut hinzubekommen. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn sie wirklich schwanger ist, dann passiert da ja auch gerade viel mit ihrem Körper, ne? Da ist man ja auch viel schneller exhausted und deswegen, I get it. Auch wenn wir offiziell die Meldung noch nicht bekommen haben. Aber ich meine, dann kriegt sie ja auch andere Kleidung und so. Oh, we will see. So, und der kann jetzt aber auch mal gehen, ehrlich. Der ist jetzt schon ewig lange hier und dann kannst du schlafen und dann ist alles tutti frutti. Es ist mitten in der Nacht und Raoul ist einfach schon wach. Diese Familie macht mich fertig manchmal. Er wünscht sich Müsli zu essen. Das sind die Wünsche, die ich toll finde, weil die kann ich sehr easy erfüllen, ja? Ja! Ja! Romy ist schwanger und daher im Mutterschaftsurlaub. Der große Tag rückt immer näher und Romy sollte nun unbedingt kürzer treten und sich ein wenig entspannen. Ja! Ich liebe es so sehr. Ich freue mich. Sie möchte sich auf jeden Fall nicht übergeben. Ich kann das verstehen, aber wahrscheinlich muss sie trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas gegen tun können. Sie wird in 5 Tagen zum Knacker. Girl, I can't handle this. Dieser Hunger von dieser Frau kann auch nicht gestillt werden, ne? Egal wie viel sie isst. Sie hat immer Hunger. Ich finde das so cool mit den Chips und so, dass das halt wirklich dann aus der Tüte kommt und so. I love it. Es ist so viel realistischer. Also ich lasse die beiden vielleicht nochmal sich ein bisschen lieb haben, weil das soll ja hier auch nicht auf der Strecke bleiben, ne? Wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal neue Kleidung kaufen. Spätestens wenn das Baby dann zum Kleinkind wird, damit das halt dann auch ganz tolle Kleidung tragen kann. Und dann werden wir aber auch vielleicht die Kleidung von Raoul und Romy ändern. Also ich meine, wir müssen die dann ja kaufen. Ich hoffe, dass wir bis dahin genug Geld haben, dass wir uns das dann auch leisten können. Sonst wäre das ein bisschen traurig, aber ja. Oh Gott, ich hasse ihre Alltagskleidung. Ew. Naja, aber das lässt sich halt leider nicht ändern. Warum ist unsere Tonne immer umgekippt? So ein Feini. Ich glaube, das Hunger- und Energiebedürfnis von ihr kann einfach während der Schwangerschaft nicht wirklich auf Trab gehalten werden. Es ist schrecklich. Weil egal, was ich tue, auch wenn ich sie dann 10 Stunden schlafen lasse, nach 2 Ingame-Stunden ist sie schon wieder müde. Genau das gleiche mit Essen. Stell mal das Klo anders hin für den Moment, damit diese Kack-Dinger mal weggewischt werden können, weil ich hasse es. Dann stellen wir das Klo hier hin. Sieht vielleicht eh besser aus. Wow, er hat einen Stein gefunden, als er nach einem Schatz gesucht hat. Krass. Der ist so krass, wir verkaufen ihn direkt.
Da ist schon wieder dieser komische Wolf. Oh mein Gott. Es wurde näher an sie rangezoomt. Ich glaube, ihr Belly ist größer geworden. Yo. Hui. Aber es war im Schnelldurchlauf. Warum passiert das so schnell? Ah. Sie hat Angst davor, die Gefühle für Christopher zu verlieren. Aber, für Christoph meine ich. Aber, Bro, der lebt nicht mehr. Und du bist verheiratet. Wofür hast du Angst? Ich bin froh, dass wir Blackie adoptiert haben. Das ist einfach süßer. Lernen nicht auszurasten. Naja, vielleicht kann sie einfach mal ein paar Bücher lesen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Hey, Rolli. Rolli hat die Mülltonne schon wieder umgeschmissen. So, er geht dann wieder auf zur Arbeit. Wieso ist jetzt der Schnee schon wieder weg? Ist das nicht eigentlich übel dumm? Also ich beschwere mich jetzt mal nicht, weil ich bin froh. Ich habe nämlich gar keine Lust auf den Winter. Aber es ist schon ein bisschen wild. Der Albtraum eines jeden Restaurantchefs wird wahr. Oh nein. Das ist dasselbe, was wir schon mal hatten. Wir schmeißen die Teenager raus. Raoul überlegt sich, dass es vielleicht sinnvoller wäre, die große Gruppe Jugendlicher an getrennte Tische zu setzen. Widerwillig geht er zu den Teenagern hinüber, um mit ihnen zu sprechen. Er bietet ihnen zwei Tische und als kleine Wiedergutmachung eine Vorspeise, bestehend aus alten Speiseresten, auf Kosten des Hauses an. Die jungen Leute nehmen Raouls Angebot begeistert an, da sie bereits von den meisten anderen Restaurants in der Gegend abgewiesen wurden. Sie amüsieren sich prächtig, geben ein anständiges Trinkgeld und bedanken sich noch einmal persönlich bei Raouls Chef für die freundliche Behandlung. Raoul hat gezeigt, dass er auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und wird zum Kellner befördert. Auch für diesen Job wird er gute Nerven brauchen. Yay! Das lief doch sehr viel besser. Bill! Yay, Beförderung. 308 verdienen, ein Bonus von 616. Nice. Da verdient er 308. Er hat zwar eigentlich noch nicht genug Logikfähigkeit dafür, aber ich beschwere mich nicht. Die Logikfähigkeit kann er ja sich dazu verdienen. Ah, das kann man nicht lernen dadurch. Okay, dann kann er sich ja einfach hier an den Tisch setzen. Jetzt schläft sie schon wieder beim Essen ein. Ich raste aus. Ich habe sie den ganzen Tag lang schlafen lassen. Wie? Dann heb mal eben ab. Ich glaube, du hast eh jetzt genug Punkte schon. Jawollo. Das läuft ja hier. Und dann kannst du vielleicht auch mal die Teller abspülen. Jetzt liegt wieder Schnee. Ich raste aus. Ah! Oh. Oh, je cabe flown oben. Huh? Vous ciblez? Crème la tige! Es ist ein Mädchen. Jetzt habe ich gar keinen Namen. Aber beide fangen ja mit R an. Deswegen würde ich dafür auch R nennen. Das ging irgendwie viel zu schnell, hä? Im Internet stand 3 Tage. Waren das echt schon 3 Tage? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das wären 2 gewesen. Ich dachte, jetzt kriegen wir im nächsten Part das Baby, aber das ging jetzt doch ein bisschen schnell. Ich finde Riley super süß. Nehmen wir auf jeden Fall. Ah, nicht schnell. Stopp. Romy hat 3 Tage frei, um sich voll und ganz um das Baby kümmern zu können. Oh. Was wünscht ihr euch? Ein Wickeltisch, ein Gitterbett, Babyspielzeug. Okay, die beiden wünschen sich dasselbe. Das ist sehr gut. Ich stelle hier die Stereoanlage hier oben mal hin. Wie süß ist denn dieses Gitterbett? I love it. Na, oh, und passend dazu gibt es sogar eine Wickelkommode. Das ist ein Babyspielzeug. Ich habe auch schon mal einen Hochstuhl gekauft. Teppich einfach dazu. Süß. Ich glaube, das reicht erstmal. Hab das Baby schon mal lieb. Oh. Aber ich finde, die Babys haben halt so viel Charakter in diesem Spiel. Also man sieht halt schon total, wer die Eltern und so sind. Das ist total süß. Das ist so süß. Sims 4 Babies could never. Sims 4 Infants? Vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Riley ja mal ins Gitterbett legen. Süß. Ich finde auch schön, dass sie grüne Augen hat. I love it a lot. Genau, legt das Baby einfach auf den Boden, ist kein Problem. Das macht man halt einfach so. Aber ich glaube, dann wird es auch Zeit hier für neue Kleidung, sage ich mal. Ich meine, als Mutti, man kann natürlich so aussehen, ist kein Problem. Aber es ist natürlich schon besser, wenn es da alltagsgerechtere Kleidung für gibt. Vor allem, ich habe jetzt alles so klischee-rosa gemacht, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Romy auch so eine ist. So, das ist sogar direkt was für Babys hier. Dann können wir sie ja da gleich mal runterlegen. Und wir haben hier Kakerlaken, warum? Oh, Ew. Nein, ich rufe direkt einen Kammerjäger. Ich sehe das gar nicht ein. Die kleine Maus hat sich eingekackt. Wie sah nochmal hier das Windeln wechseln aus? Ah, naja, okay, man kann es ja auch am Wickeltisch selber machen, nicht nur an dem Kind selber. Aber tut er sie jetzt direkt dahin oder? Nö. Okay. Es passiert einfach gar nichts. Er sprüht einfach nur irgendwelches Zeug dahin. Naja, solange es hilft. Ich habe die Viecher abgemurkst. Du hast jetzt wieder Ruhe. Na, hoffentlich. Süß, sie bommelt da dran. Und jetzt ist sie eingeschlafen.
Oh. Ich finde das sehr, sehr cute. I love it. Gut, dann würde es mich nicht wundern, wenn es im nächsten Part dann schon so weit ist, dass sie zum Kleinkind wird, weil das anscheinend sehr, sehr schnell geht in diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch gefällt der Name Riley. Also, ich mag es sehr, sehr gerne und ich finde, es passt auch zu Raoul und Romy. Ansonsten hoffe ich auch, dass euch dieser heutige Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!